Willkommen zu einer weiteren Folge My Singing Monsters. Und zwar, Leute, in diesem Video werden wir mal den Posaunen auf der mythischen Insel platzieren. Und ich habe gerade schon eine Aufnahme gestartet und reingeschissen. Und aus dem Grund haben wir den Eintrag schon. Und genau, ist jetzt das dritte Monster auf der Insel. Jetzt, oder ist er? Ich bin sehr gespannt auf den Sound. Ich glaube, ich habe den sicher schon mal gehört, aber gerade weiß ich jetzt nicht, wie er sich anhört. Let's go. Da ist er. Okay. Ich habe leider keine Ahnung, wann der anfängt, aber Posaunen auch einer meiner Lieblingsmonster im Spiel. Oh. Okay, das war der. Okay, noch weiter. Oh, geil. Oh Mann, ey, es hört sich so geil an. Es geht noch weiter. Okay. Geil. Also mir gefällt das. Muss ich ehrlich sagen. Oha, er macht noch weiter, glaube ich. So ein bisschen leiser sogar. Okay. Also muss ich sagen, finde ich nicht schlecht. Ich würd sogar schon fast sagen, dass ich den trotzdem auf der kalten Insel noch besser finde. Aber hier auch auf jeden Fall stabil auf der mythischen Insel. 3 von 18 habe ich jetzt. 8 von 60 Betten. Und genau, das gibt mal Münzen. Ich glaube, es gibt auch, man kann auch hier Monster züchten, einfach so, die man sonst nicht bekommt, also nur auf der Insel. Und zwar, das habe ich, glaube ich, schon mal nachgeschaut, und zwar hier den Katzalisator und den Joop. Ich glaube, Joop wird da ausgesprochen. 18 Stunden, ich weiß es nicht, was jetzt rauskommt. Ja. Genau, kann man machen. Hört sich schon mal gut aus. Hört sich schon mal gut an, sorry. Hört sich ganz gut an, finde ich, an sich. Eigentlich kann man den immer auf Level 4 pushen. Eigentlich kann man machen, muss man nicht. Und ja, jetzt ein bisschen größer zumindest mal. Ja, ich muss sagen, hört sich auf jeden Fall richtig nice an. Klar kannte ich den Sound schon, aber ich wusste gerade nicht mehr ganz genau, welcher das nochmal war. Und ja, Posaunen auf der mythischen Insel. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.